Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Vorschlägen und ich sollte doch mal auf das Video reagieren. Was fühlst du mit Gewitter im Kopf von Worldwide Wohnzimmer? Und es tut mir echt leid, die Reaction, der Vorschlag ist schon ein bisschen älter. Ich habe versucht wirklich schnellstmöglich alle Reactions, also alle Vorschläge abzuarbeiten und habe dabei leider den Vorschlag irgendwie vergessen. Es tut mir wirklich leid, aber natürlich werden wir auch darauf jetzt reagieren. Es tut mir leid, sorry, Mensch, bitte nicht schlagen. Und damit willkommen zu Was fühlst du? Heute tritt Benny gegen Gewitter im Kopf an. Nix. Hallo. Das Spiel ist ganz einfach erklärt. Ich habe mir insgesamt 6 verschiedene Dinge überlegt, die in dieser Box landen. Du kannst dir überlegen. Alter, was ist das für ein Garten? Ich habe gelernt. Und ihr müsst dann quasi immer erraten. Ich wusste gar nicht, dass die Baumschule das auch anbietet. Doch seit 2007 machen wir das. Ihr müsst dann erraten, sag mal, was ist denn überhaupt da drin? Ihr dürft fühlen. Benny darf natürlich seine beiden Arme benutzen. Und ihr spielt zusammen jeder einen Arm da rein. Schreibt jetzt schon mal in die Kommentare, welchen Gegenstand oder welches Tier oder was auch immer soll ich beim nächsten Mal in den Boxen verstecken. Boah, wäre mal richtig cool, wenn das jetzt nie dabei ist, aber wäre mal richtig cool, wenn die mal eine Spinne einfach reinmachen würden. Ne, muss ja keine Vogelspinne sein, kann ja irgendeine Spinne sein, aber wäre mal richtig cool, wenn die da... Ich will einfach mal die Reaction sehen, wenn die das danach erfahren. So, oh, was, die Spinne? Wäre übelst witzig. Schreibt jetzt rein. Ich wäre einfach zu gemein für das Spiel. Jetzt reinschreiben. Kommen wir nun zu Runde 1. Ich hab immer Schiss, schon gesehen. Ja, ich auch. In der letzten Folge war ein Kaktus drin. Ja. Oh, okay. Oh, ich würde es fühlen. Was fühlst du denn? Erklär mal, was du so fühlst. Ich spüre etwas Kaltes, Statue-ähnliches. Fühlt sich an wie eine Actionfigur. Mhm. Da geht es wirklich darum, was es ist. Ja, der spritzende Dildo von deinem Bruder. Ja, den kenne ich, der fühlt sich anders an. Es ist aber irgendwie was gibt's? Ich finde das geil, wie seine Hand immer im Intimbereich immer, das ist halt so bescheuert. Irgendwelche besonderen Merkmale, ja, er spült immer da landet. Ja, weil noch irgendwas anderes, so. Er ist glatt, er hat irgendwas auf dem Kopf hier. Es könnte so eine Elvis-Tolle sein. Mhm. Und das wenn ist du so die Stiefel hochgehst oder so. Aha. Er hat. Ist das ein Penis? So bescheuert. Es ist eine nackte Figur. Es ist natürlich die Frage, von wem? Genau. Also, was ist das für eine Figur? Es ist ein nackter Elvis. Keine Ahnung. Es ist ein. Wie nennt man das nochmal? Nackter Gartenzwerg. Hol mal den Karton mal hoch da. Wir holen ihn raus. Ich dachte, das ist der Fikolaus. Das kann man auch sagen. Ich gesagt auch. Ja, der Fikolaus, so. Ja. Ja, dachte ich auch. Würde Sinn machen. Leider nicht erraten, kommen wir nun zu Runde 2. Ja, die Geräusche. Jeder darf einen Arm reinstecken. Genau, steckt jeder schon mal einen Arm rein. Am besten, genau. Ich habe irgendwie Angst, dass es immer noch irgendwas Lebendes ist. Da will ich nicht aufsehen. Oh, was war das? Ich hab mich gerade auch erschrocken, obwohl ich sehe, dass da Kekse drin sind. Ja, okay. Man ist aber so gespannt, ne? Also ich tue jetzt einfach die ganze Zeit so, als ich die Dinge nicht sehen würde. So. Das ist voll komisch, oder? Ey, so ein Spiel müsste man auch mal spielen. Auf so ein Spiel hätte ich auch mal Bock. Aber ich bin dann der Spielleiter und würde dann so Kaktus reinmachen. Säure, nicht Spaß. Aber das, wo ist meine Hand hin? Ne? Das sind nur Nudeln. Das ist matschig, ja. Das sind Nudeln, ja. Aber die sind kalt. Boah, nee, das sind bestimmt so Regenwürmer. Nein, das sind keine Regenwürmer. Sicher? Ja, die würden sich bewegen. Vielleicht sind es Tote so. Warum hast du mir das erzählt? Ich glaube, es sind echt Regenwürmer. Das sind so psychologische Tricks, die er gerade anwendet. Ich spüre, ob es sich bewegt. So was ist eure finale Antwort. Ich glaube, das sind so Bandnudeln, also so Nudeln einfach. Man kann es auch ein bisschen riechen. Ne? Ich glaube, das sind gekochte Nudeln, die was abgekühlt sind. Ja. Hebt ruhig mal hoch. Es ist
Nicht ganz richtig, es sind eingeweichte Salzstangen. Was? LOL. Eingeweichte Salzstangen. Ich dachte jetzt aber auch am Ende, das wäre ein Glühwein gewesen. Und ich habe Kekse gesagt. Auch leider falsch. Kommen wir nun zur Runde. Ich auch nicht. Drei. Arme rein und fühlen. Hm. Was ist das? Ja, tu ihm nicht das weh. Okay, schau, der hält auch ein bisschen. Das ist unser Baby drin. Was fühlst du? Also, ne, also wenn ein Baby so behaart auf die Welt kommt, da sollte man sich echt Gedanken machen, ne? Also, weil da wären dann wirklich Gene von Neandertaler drin und da sollte man, ja, sich Gedanken machen, wer die Gene mit in die Ehe reingebracht hat und vielleicht drüber sprechen, ob man vielleicht nicht doch verschiedene Wege geht. Stell dir mal vor, so ein Baby mit so einem Bart. Fell. Das wäre so geil. Fell, sei vorsichtig. Das ist gummiartig. Elastisch. Das fühlt sich an wie so eine alte Oma unterm Arm. Ganz komisch. Boah, was? Und da stehst du drauf. Es ist elastisch, es ist fällig. Da vorne haben wir ein... Ach, das könnte ein Schnabel sein. Es ist... Ich kann nicht festlegen. Deine Antwort. Es ist eine Geflügelmaske. Dann zieh Arme raus und guck selber nach. Das ist richtig. Ja. Kann man geil. Deine Geflügelmaske. Ja, nicht schlecht. Die Dämpfe sind super. Ja! Okay. Punkt für Benny. Kommen wir nun zur Runde Quattro. Viel Spaß beim Ertasten. Wirklich, ich würde wirklich sagen, Vorsicht diesmal. Vor allem die sehen, oh, Alter, der... Vor allem der Ende sieht übelst... Alter, der Ende sieht übel benutzt aus. Oh, ist das eklig, ey. Oh, wieso kriegen die zwei Jungs eigentlich so ekliges Zeug da hin? Oh, bitte auch mal. Holt euch noch was. Bitte. So, also ich spüre schon mal einen Teller. Oh, Alter, der sieht so... Boah, das sieht so eklig aus. Das sieht so benutzt aus. Ich hoffe wirklich nicht, dass sie benutzt sind. Das ist wieder was Flüssiges. Das sind Kondome. Ich hätte zuerst gedacht Gelatine, aber... Nein, das sind Kondome. Safe. Das sind zugebundene Kondome. Ja. Aber die werden ja wohl nicht benutzt sein, ne? Benutzt schon Kondome. Doch, stimmt. Das sind... Haben die irgendwo in Berlin und sowas aufgesammelt? Oh, die sind hier auch zugebunden. Dann schaut mal selbst. Nice. Das ist richtig. Wir haben hier einen wunderschönen Kinderspielplatz auf dem Wald nebenan. Da unser Patrick kann suchen und das natürlich. Da gehe ich manchmal nach Nadeln suchen. Ja, das mache ich auch immer. Mache ich auch immer. Los, so, dreh dich um und fühl. Aber ganz vorsichtig sein. Was ist das denn? Hä? Ich sehe gar nichts. Muss ich so mit dem Finger mal überall mal fühlen? Ist das eine versteckt Bärenfalle? Sich. Versteckt sich. Achtung! Oh, Alter. Ich muss ja dazu sagen, ne? Ich hasse Ratten und Mäuse wie Sau, ey. Boah, wäre das jetzt eine echte Maus oder sowas, sondern eine echte Ratte? Boah, ne, boah. Muss ich finden, natürlich. Bah, was ist... Was fühlst du denn? Was fühlst du denn? Irgendwas, was mich beißt. Was mich beißt? Mi. Okay, es ist auf jeden Fall nicht echt. Es ist batteriebetrieben. Ach. Es ist... Es hat Ohren. Das ist eine kleine Maus, eine kleine elektronische Maus. Lass mal hier los. Ja, funktioniert auch jetzt. Funktioniert ja super. Luki, du bist gekündigt. Kommen wir nun zur alles entscheidenden Runde 6. So, dreht euch um und fühlt. Vielleicht macht ihr noch einen Punkt. Fühlt mal. Ja. Halt jetzt die Fresse, verwirrt. Ist das ein Kaktus? Nee, nein. Ich habe irgendwie echt Angst, dass es lebt, ne? Ich glaube, nee. Was ist das? Ich glaube, ich würde sogar echt sagen, das ist ein Kaktus. Ich bin gerade echt am über... Ist das... Alter,
Ist das ein präparierter Igel? Oder ist das so ein unechter Igel? Ich habe einen Stachel in meinem Finger. Also ich schieb das nicht durch die Gegend. Ich schieb's ja gar nicht. Ich bin am Streicheln. Bewegt sich ja von alleine. Ist das spitz, Tim? Ist das nicht eine Klobürste oder sowas? Nee, das Klobürste. Ist. Klobürste? Nee, das ist Draht. Ich glaube nicht, dass es ein Kaktus ist. Dafür ist es. Guck mal hier, ja. Auf meiner Seite, dafür ist das zu weich. Weißt du, was das sein könnte? Das ist sowas, wo man dann die Schuhe sauber macht. Aber hat das nicht ein Gesicht vorne? Doch, das hat ein Gesicht. Das ist bestimmt so eine Fake-Spinne oder sowas. Nee, dann eine Spinne, das ist ein Fake-Igel, wenn überhaupt. Legt euch fest. Ja, das ist ein Dekorations-Igel. Ja. Dann schaut selbst, ob er richtig liegt. Ja, richtig! Ja. Boah, der sieht so übelst echt aus. Ne? Das sieht so irgendwie aus, als wenn einer von den beiden Jungs angefahren hätte und dann mitgenommen hätte für die Spielshow. Ganz wichtig, der ist natürlich schon seit 10 Jahren tot. Wir haben nicht extra für diese Sendung Igel ausgestopft, genau, richtig. Aber richtig. Du hast den überfahren, oder? Mit der Straßenbahn habe ich ihn überfahren, genau. Richtig. Benny hat 2 Punkte gemacht und damit hat er Was fühlst du gewonnen. Ja! Wie viel haben wir denn? Und auch 2. Ach, Kondom! Es steht 2-2. Ja. Dann ich steche dich einfach mit dem Igel ab. Dann habe ich eine gute Idee. Dann schenke ich euch die Maus für euch zu Hause. Ah, danke. Und die Ananas, Benny, bekommst du dann. Ja! Da freut sich meine imaginäre Katze drüber. Schreibt mir in die Kommentare, welchen Gegenstand soll ich nächstes Mal in die Box packen. Gerne noch ganz schön kreativ. Ich habe schon benutzte Klobürste habe ich schon im Kopf. Das ist, glaube ich, ganz toll. Q-Tipps. Und ja, natürlich auch. Und jetzt schaut mal hier, die Endkarte ist hier. Oben gibt es für euch ein ganz, ganz tolles Video. Was hat ihr mal ausgestellt? Leroy, wie ist es, YouTuber zu sein mit Dena? Und unten gibt es für euch auch ein tolles Video, was fühlst du mit Wario in Folge 1? Also, spannender geht's kaum. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Ach, besucht. Diese Funkspasten promoten sich gegenseitig. Ja, das ist unser Style, ja. Welcher Style, ja. Besucht die Jungs auf dem Kanal, auf Wörter wiedersehen und farewell. Ja, war eine echt geile Folge, muss ich echt sagen. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, Worldwide Wohnzimmer habe ich damals eine Zeit lang verfolgt. Ich weiß gar nicht, wieso. Die hatten damals von jetzt auf gleich einen übelst krassen Hype. Ich weiß aber gar nicht mal, wieso. Und dann irgendwie hat man die dann doch irgendwie ja vergessen. Aber ich muss, glaube ich, mal wieder öfters bei den 2 Jungs reingucken. Schade, ich hätte den Jungs eigentlich die goldene Ananas gegeben. So. Weiß nicht, bei einem Unentschieden. Oder die hätten noch ein Stechen machen müssen. Einfach irgendwie. Keine Ahnung, einmal rein urinieren oder sowas. Oder was anderes reinmachen. Ja, und ja, jetzt weiß ich zumindest, dass meine genutzten Kondome auch für was Sinnvolles benutzt worden sind. Das ist so schön, das freut mich zu hören. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ihr mehr Reaction-Vorschläge habt, schickt sie mir doch bitte über Instagram oder über Twitter. Würde mich mega freuen. Und wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahmefolge. Bis dahin, haut rein und tschüss.